Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Problem mit der Beleuchtung. Jeder BMW hat irgendwann ein Problem mit dem Steuergitter für die Beleuchtung. Je nachdem, welches Baujahr ihr habt, gibt es da verschiedene Probleme. Bei Facelift-Modellen ab 2009 hat man häufig einen eingebauten Softwarefehler, der zum Tragen kommt, wenn man eine Diagnose macht oder die Batterie halt abklemmt. Dann passiert ein Software-Reset in diesem Steuergerät und nach dem Software-Reset wird das Steuergerät nicht mehr funktionieren. Das heißt, die Fensterheber gehen nicht mehr, die Blinker und so weiter und so fort. Diesen Softwarefehler können wir beheben. Dazu müsst ihr uns das Steuergerät einmal zuschicken. So sieht das Steuergerät aus. Es befindet sich hier vorne an der A-Säule. Mit zwei Muttern ist es befestigt. Ihr schickt uns das zu. Am gleichen Tag geht es an euch zurück und ihr baut das ein. Ihr müsst keine Fehler löschen, nichts kodieren. Alles ist wieder voll funktionsfähig und ihr habt ein Jahr Garantie. Genauso, als wenn ihr ein neues Steuergerät bei BMW bestellt hättet. Es gibt aber auch manche Fälle, wenn ihr zum Beispiel überbrückt habt, dass hier ein Kurzschluss passiert bzw. ein mechanischer Defekt. Wenn das der Fall ist, dann bekommt ihr ein Austauschgerät. Dafür zahlt ihr natürlich ein bisschen mehr Geld, aber ihr bekommt auf jeden Fall von uns eine komplette Lösung. Je nachdem, ob das ein Softwarefehler ist oder ein mechanischer Fehler. Bei Fahrzeugen, die etwas älter sind oder auch bei manchen neuen Fahrzeugen, haben wir das Problem, dass bestimmte Komponenten, bestimmte Lampen nicht mehr funktionieren. Und zwar, BMW hat einen Zähler, erzählt, wie oft ist eine Lampe defekt gewesen, wie viele Zündungswechsel habt ihr gehabt. Und wenn das zu oft gewesen ist, weil zum Beispiel ein Kabelbaum kaputt war, eine Heckklappe, dann funktioniert zum Beispiel eine Lampe nicht mehr. Dann muss BMW das Steuergerät komplett tauschen. Je nachdem, was ihr für ein Modell habt, liegen die Steuergeräte inklusive Einbau und Kodierung zwischen 600 bis 700 Euro oder mehr. Und dann habt ihr noch das Problem, um dieses Steuergerät in das Auto zu kodieren, muss BMW das gesamte Fahrzeug auf den gleichen neuen Software-Stand bringen, wie das neue Steuergerät, was eingebaut wird. Und das ist natürlich für euch der Super-GAU, weil die ganzen Steuergeräte, die bei dem Fahrzeug sind, müssen geupdatet werden und ihr habt jedes Mal die Gefahr, dass ein Steuergerät dabei kaputt gehen kann. Und ihr tragt das Risiko, nicht BMW, denn es ist kein neues Fahrzeug. Die meisten Fahrzeuge sind 5 bis 10 Jahre alt und so ein Steuergerät kann auch kaputt gehen. Das muss man einfach damit rechnen und dann wird es natürlich richtig teuer. Wenn wir die Lösung nutzen, die wir euch anbieten, dann habt ihr diese Gefahr nicht. Es muss am Auto sonst nichts mehr kodiert werden. Bei den anderen Fahrzeugen, wo zum Beispiel eine Beleuchtung nicht mehr funktioniert, ist das genauso. Ihr könnt uns das Steuergerät einfach zuschicken. Wir programmieren das alles hier um und dann funktioniert wieder. Wenn es Fälle gibt, wo es mechanisch defekt ist, bieten wir ebenfalls einen Austausch an. Das heißt, ihr bekommt ein Gerät, was Plug and Play ist und man muss auf nichts achten. Wenn ihr Interesse habt an anderen Sachen, dafür bieten wir eine Fernwartung an über so ein Kabel. Wir schicken euch das Kabel zu. Ihr braucht einen Laptop mit Internetzugang Windows und wir können bestimmte Kodierungen durchführen, Updates durchführen, das Fahrzeug prüfen und viele Probleme der Fahrzeuge von hier aus lösen. Dieses Problem leider nicht, da müsst ihr uns das Steuergerät zuschicken, aber viele andere Sachen. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch bei uns telefonisch oder per Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.